Heute geht es darum, wie man eine Liste aufbaut, indem man nach und nach am Ende neue Elemente anhängt. Hier sehen wir eine leere Liste. Jafar, ein Verwalter von Schätzen. Er verwaltet im Moment noch nichts, seine Lampe ist leer. Wenn er jetzt einen Auftrag kriegt, wie Perlen einbauen, geht er so vor, als erstes lässt er einen neuen Geist erscheinen, der die Perlen verwalten soll. Da ist er. Und danach setzt er diesen Geist in seine Lampe rein. Sodass die Liste dann so ausschaut. Wenn jetzt wieder ein Auftrag kommt an Jafar, den Verwalter, die Liste, dass er etwas Neues einbauen soll, zum Beispiel Gold, sieht das so aus. Er sagt Abraxas, dass der es tun soll. Abraxas hat niemand in seiner Lampe, dem er es weiter sagen könnte, also macht er selber. Er beschwört einen neuen Flaschengeist, der das Gold verwalten soll, und setzt den dann in seine Lampe. Dann sieht das Ganze so aus. Wenn jetzt wieder ein Auftrag an die Liste geht, etwas einzubauen, eine Phönixfeder als Schatz zum Beispiel, naja, Jafar macht wieder das, was er immer macht, er sagt, soll der Nächste das tun und gibt Abraxas den Auftrag. Abraxas hat einen Nachfolger, hat jemand in der Lampe drin, einen Geist, Bertha, und sagt einfach, pff, soll das Bertha machen. Bertha hat niemand in der Lampe, also gut, sagt Bertha, dann mach ich's halt. Beschwört einen neuen Geist, der die Phönixfeder verwaltet, und packt den dann in die eigene Lampe. Dann sieht die Liste so aus. Machen wir noch ein bisschen weiter. Wenn jetzt wieder ein Auftrag kommt, Action Comics Nummer 1 einbauen. Viele denken, das ist anders als Perlen, Gold und Phönixfeder, vielleicht kein Schatz, aber Action Comic Nummer 1 war das erste Heft, in dem Superman erschien und wurde neulich in einer gut erhaltenen Ausgabe für 1 Million verkauft. So, Action Comic 1 soll eingebaut werden. Jafar sagt, pf, Abraxas, mach du das bitte. Abraxas sagt, pf, Bertha, mach du das bitte. Bertha sagt, pf, Carla, mach du das bitte. Carla sagt, Carla kann es niemand anderen sagen, weil ihre Lampe leer ist. Sie kennt keinen weiteren, also muss sie einen Geist beschwören, der das Comic-Heft verwalten soll, und setzt den dann in die eigene Lampe rein. So, schauen wir uns nochmal an. Jetzt mal so mit den einzelnen Djinns nach und nach eingebaut. Jafar, ein Verwalter, kriegt den Auftrag, er soll einen Ring einbauen. Gut, sagt Abraxas, mach du das. Abraxas sagt, pfö, Bertha, mach du das. Bertha sagt, pfö, Carla, mach du das. Carla sagt, Dorma, mach du das. Dorma kann niemand anderen einen Auftrag geben, muss es also selber machen. Sagt, na gut, mache ich es eben, beschwört einen neuen Geist, der den Schatz verwalten soll, und setzt den dann in die eigene Lampe rein. Fertig ist die Liste. So. Jetzt ein paar Fragen. Verhält sich der Listenverwalter immer gleich, also der Herr der Liste, wenn der den Auftrag kriegt, einen Ring einzubauen? Da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder er hat einen freundlichen Flaschengeist in der Lampe, oder die Lampe ist leer. Und je nachdem, welche Situation zutrifft, verhält sich Jafar anders. Im ersten Fall gibt er den Auftrag einfach weiter. Füg du das hinten ein. Im zweiten Fall muss er selbst einen Flaschengeist beschwören und dem den Ring in diesem Fall zur Verwaltung geben und ihn dann
in die eigene Lampe reinsetzen. Wie sieht's dann mit dem Genie aus? Verhält sich da ein Knoten immer gleich? Wenn der den Auftrag kriegt von seinem, von wem auch immer, füge hinten einen Ring, gibt's wieder zwei Möglichkeiten. Flaschengeist kann einen weiteren Geist in der Flasche haben, Dorma in dem Fall, oder nicht. Naja, wenn der den Auftrag kriegt, im ersten Fall, gibt er ihn einfach weiter. Füge hinten einen Ring. Im zweiten Fall muss er, ähnlich wie vorhin, erstmal selbst einen neuen Geist erschaffen, dem den Gegenstand übergeben und ihn selbst in die Lampe reinsetzen. Jorb heißt er in dem Fall.